Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog. Ihr möchtet euer neues Smartphone hier, das Xperia 1, schützen mit etwas, weil hier natürlich die Glasoberfläche, ihr seht es, Fingerabdrücke magisch anzieht und natürlich auch kaputt gehen kann, wenn es auf den Boden fällt. Da gibt es natürlich hier etwas, was ich bei fast all meinen Smartphones benutze, nämlich eine Hülle. Diesmal kommt die von dieser Firma Anker oder Anzra, made in China. So sieht die Verpackung aus, recyceltes Material, das heißt, man kann das Ganze dann schön wegwerfen später auch wieder. Ich packe das Ganze mal aus. Es ist ein Case, das so aussieht, in einer hübschen Verpackung daherkommt, und hier kann man das Ganze auch bewerten, wenn man dann möchte, auf Amazon. Und das ist ein Hardcase. Das heißt, es ist kein Softcase, wie man es von sonstigen TPU-Cases her kennt, die ja dann doch ein bisschen was seltsam sind, sondern das ist ein Hardcase und das ist mit keiner glatten Oberfläche. Ich weiß nicht, ob man das so hier, vielleicht wenn ich es ins Licht halte, sehen kann. Das ist eine angeraute Oberfläche, eine Kiesoberfläche, so heißt sie. Und das soll perfekt auf das Xperia 1 passen. Wir packen das da mal rein, das passt also ziemlich gut und es fühlt sich auch ziemlich gut an. Fingerabdruckscanner funktioniert auch gut mit dem Teil, hier sieht man es. Wie das Ganze dann hier Aussparungen hat, sehr großzügig für den Fingerabdruckscanner, die Lautstärkewippe und den An- und Ausschalter, sowie auch die Taste für das Aufnehmen. Und das Schöne ist, es hat so ein V, ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier, so einen V-Shape im Grunde genommen. Na, komm schon, Fokus, fokussiere. Also da sieht man so eine V-Fassung hier, so dass man halt, wenn man so drauf tippt, tatsächlich auch wunderbar das Ganze dann berühren kann. Unten gibt es auch eine Aussparung, wie man sehen kann. Und da haben wir dann halt eben auch die Möglichkeit zu sehen, dass wir hier wunderbar auf unser USB-Typ C drauf zugreifen können. Wir sehen hier auch eine kleine Delle schon. Aus dem Grund sollte man sich also tatsächlich ein Case besorgen. Und das habe ich jetzt auch gemacht, damit es nicht weiter kaputt geht. Sehr schön auch hier oben eine Aussparung komplett, sodass man hier auch wunderbar auch wieder auf den SIM-Kartenschacht zugreifen kann. Ich kann das dann nochmal demonstrieren. Ja, so, da haben wir eben den SIM-Kartenschacht. Kann man also eine SIM-Karte reinpacken und eine MicroSD-Karte reinpacken. Und das Ganze wunderbar auch wieder schließen. Das ist eine schöne Sache, dass das eben bei diesen Sony-Geräten funktioniert, ohne ein SIM-Tool nutzen zu müssen. Und ja, hinten, wie sieht es hinten aus? Auch eine große Aussparung für die Kamera, wie man sehen kann. Also hier überhaupt keinerlei Probleme. Blitz und die drei Kameramodule, keinerlei Probleme. Wir sehen hier auch schon, dass da ein bisschen was dran gelitten hat. Dass ich das hier nicht auf dem Glas, aber auf dem Rand des Kameramoduls dann etwas benutzt habe. Und hier gibt es jetzt tatsächlich auch eine kleine Erhöhung. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen sehen kann. Ja, jetzt kann man es, glaube ich, ahnen, die dann die Kameralinsen und auch nochmal den Rand der Kameralinsen schützen sollte. Also Keystone sorgt dafür, dass es einen schönen Grip hat. Und also das auf jeden Fall eine sehr gute Hülle, die ich jetzt hier um das Xperia 1 weiter lassen werde.